Und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Depart oder Depart von N4BA. Ihr kennt ihn von Plop, schrecklichen Sachen wie From Darkness und Trapped und ach, was weiß ich noch, alle von Not Alone und alle so schreckliche, schlimme Spiele. Und er hat was Neues rausgehauen. Das Ding hier, es ist so ein bisschen Bodycam-Horror und ich hab ein ganz mieses Gefühl dabei. Alter, es geht schon gleich los. Also was man N4BA auf jeden Fall lassen muss, er hat halt einfach, er weiß, wie man eine Atmo aufbaut und die ist so übel bei ihm. So, und das wird jetzt natürlich alles noch total intensiviert durch diesen Bodycam-Look irgendwie. Also halt diese Kamera, die Polizisten meistens hier oder die Rettungskräfte irgendwie so dran haben. Ich will ja nicht, Rettungskräfte haben es glaube ich gar nicht, aber Polizisten. Ganz übel irgendwie. Dadurch finde ich, ist man noch ein bisschen mehr drin irgendwie und warte, kann man hier? Was haben wir denn da? Eine Lampe? So, und ansonsten relativ duster hier die Butze. Kann man denn, okay, einfach aufmachen. Das ist schon mal geil. Wir haben schon mal Licht angemacht, das finde ich schon mal sehr schön. Das finde ich schon mal schön. Warum stehen hier überhaupt Lampen auf dem Boden oben? So, flackert da vorne so schön. Oh, hallo. Eine Waffe. Oh Gott. Ah, ich wäre auch eine AFK. So, können wir. Ja, wir können hier dran drehen. Oh, E gedrückt halten. Okay. Hat er jetzt. Okay, mit Schiff können wir rein. Ah, wir haben das Gitter hochgemacht dadurch. Wunderbar. Es ist stockduster. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Auf jeden Fall eine 9mm. Und es ist eine Kamera. Eine Kamera, sag ich schon. Oh, die Taschenlampe wäre immer Hammer. Aber ich habe keine. Alter, der ist ultra träge. Ist das fies. Ist das eine miese Optik, ey. Und da, shoot. Hammer. Okay. Ja, und jeder, der irgendwie mal Call of Duty Battlefield sonst noch was gespielt hat, weiß, einmal geschossen, reload. Haben wir denn irgendwie eine Anzeige für Munition? Alter, ist das übel. Wow, okay, cool. Ey, eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe würde es wirklich bringen. Echt jetzt. Oh, und wieso sind wir schon so verdammt blutbesudelt? Was ist denn hier schon wieder passiert? Wer sind wir überhaupt? Oh, krass. Krass, der Filter, der geht richtig. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Oh. War da einer? War da einer? Oh Gott. Okay, gut. Warte mal, wo muss ich lang? Komme ich hier vorne irgendwo durch? Hier, die Tür da vorne ist zu. Finde ich hier irgendwas? Hier lang? Ja, hier ist eine Tür. Okay. Oh, noch eine Tür dahinter. Oh, Kabel gehen einfach ins Nichts, in die Decke über. Wunderbar. Aber ich will wirklich nicht meckern irgendwie. Also es, selbst wenn jetzt hier kleine Grafikdinger bei sind, die jetzt halt nicht so stimmig sind. Ey, wir reden hier von einem N4BA-Spiel. Und das kickt auf jeden Fall immer. Also ich bin schon mittendrin. Oh fuck, ey. Oh fuck.
Das Schlimme ist, irgendwie, wenn ich hier eine Pistole habe und schießen kann. Oh, was ist denn das? Ist das eine Taschenlampe? Dann frage ich mich tatsächlich irgendwie, auf was muss ich denn hier schießen? Und ich habe einen... Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich habe einen Taschenlampenaufsatz. Oh, wer bist du? Okay. Oh, das war ein Kleiderständer. Wie mies, ey. Wie mies. Oh, shit. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Alter. Oh, Alter, wieso das denn? Oh, der war fies, Alter. Der war fies. Na schön, gehen wir doch mal in den Keller vom Keller. Oh Gott. Oh Gott. Und er speichert. So, kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. This way. Okay, kann hier irgendwas ganz schwer atmen, aber wir brauchen noch ein zweites und ein drittes Gitter, was wir öffnen müssen. Also müssen wir hier rein. Oh Mann, Alter. Alter, was ist los? Boah, fuck, ist das eine miese Stimmung, Alter. Ist das eine krasse Atmosphäre? Mann, der Mann hat's einfach drauf. Oder, ich weiß ja nicht, die Frau, ich weiß ja nicht, wer NVBE eigentlich ist. Alter. Was? Wie? Wo? Wo? Alter Mann, man schreit doch nicht so. Oh, oh Gott, oh Gott. Wir sind verletzt, wir sind verletzt. Oh. Oh, wieso? Was haben wir denn hier? Einen Schlüssel. Schlüssel ist schon mal gut. Schlüssel aber wofür? Oh Mann. Man muss wirklich mal relativ genau hinhören, irgendwie, wo du hier irgendwelche... Okay, für die Tür. Wenn du irgendwelche Steps hörst hier, this way. Ich trau dir nicht. Trau dir nicht. So. So safe bait, würde Benny sagen. Okay, ich höre erstmal nichts anderes. Alter. Oh, wieder hingestellt. So ein Arsch. So ein Arsch. Okay, kommt man denn hier irgendwo hin? So Collectibles? Kann ich die runterschießen? Ah, oh, ich weiß ja nicht, ey. Kann ich hier nicht durch? Nee, ich kann auch nicht crouchen. Geht nicht.
Problem ist, wenn er rennt, nimmt er natürlich auch die Taschen ab hoch. Du siehst dann auch nichts mehr. Es ist natürlich kacke. Mann. Ah. So, okay, hier vorne waren die zwei Türen. Beide sind offen und wir brauchen... Oh Mann. Oh, das hört sich nicht gut an. Was ist das? Okay, das ist das nächste Zahnrad. Oder das nächste Rad auf jeden Fall. Aber das hört sich nicht so geil an hier. Fuck. Oh! Holy! Holy moly, Alter! Lauf! Oh! Noch einer! Zwei! Alter, das ist so gar keine Chance. Oh. Oh Mann. Okay, du musst die Maske runterschießen. Das ist das Geheimnis. Wenn ich ihn jetzt hier drin bekämpfe, muss ich irgendwie schnellstmöglich nach hinten weg. Nachladen. Nachladen. Und jetzt kommt halt noch so ein Penner. Hab ich dich, du kleiner Penner. Hab ich dich jetzt. So, wir haben's. Rädchen drehen. Unangenehme Pack, was hier rumlungert. Oh, das ist ein total durchlöcherter, wunderschön. Jetzt hier vorne drin. Was ist das? Ist das der Ausgang? Holy moly! Tanzt du oder was ist das? Was wird das? Alter, du kannst... Er hält richtig gegen. Er hält richtig gegen. Was zur Hölle? What? What? Okay, es ist okay. Ende. Ende. Oh, krass. Ey, Leute. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich fand es auf jeden Fall richtig krass. Sei mal jetzt irgendwie die ganzen Abbrüche mal außen vor gelassen, aber es ist halt NVBA. Und damit ist es auf jeden Fall geil. Schreibt es unten in die Kommentare, ob ihr nochmal irgendwas sehen wollt von ihm. Wenn nicht, wie gesagt, plapp! Da oben findet ihr noch was. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder, ihr Lieben. Bis dann. Nachher an. Ciao.